und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ist das wieder so dunkel oder meine ich das nur? Ne, da kommt nur die Ringleuchte. Ach, das geht mir doch nicht. Das sieht hier wieder so dunkel aus. Aber ich glaube, das ist gar nicht so. Die holen wir mal aus dem Bild, weil das sieht ja auch nicht schön aus. Nimmt kein Ende mit meinem Licht hier. So, nochmal. Herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ich drehe heute nochmal ein Info für euch, Infovideo für euch, weil das hatte ich jetzt schon ewig irgendwie nicht mehr gefühlt. Ich habe so ein paar Sachen zu erzählen. Außerdem hatte ich schon mal Lust, mit euch zu labern. Und ja, es gibt so ein paar Informationen, wo ich denke, dass die echt auch ne, interessant sind für euch. Schnappt euch ein Käffchen. Ihr wisst, ich als Kaffeetante, ich habe hier immer Käffchen. So, was treibe ich so im Moment? Ich bin im Moment wieder total im Upcycling-Fieber. Zum Beispiel hier habe ich mir eine Vase gemacht. Ich liebe ja diesen Stil hier total. Video dazu kommt nächsten Samstag. Das ist ja total easy going, aber ich finde den Effekt einfach wunderbar. Das war ein Gurkenglas von mir. Und dann manchmal habe ich ja auch wirklich gute Ideen, weil ich möchte halt diesen Style hier so weiter behalten und mir auch für draußen dann solche Sachen. Fertig machen. Oh, Nicole. Ja, und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, geh doch mal bei uns in die Großküche und frag mal, ob die große Behältnisse haben. Also, ne? Hier, Konservenbüchsen. Ich habe von mir hier jetzt noch so drei kleine und große Gläser. Gesagt, getan. Ja. Große Gurkengläser, mega, da werde ich mir schöne Vasen draus machen. Und bis jetzt einmal eine große Konservendose, aber die haben noch größere, aber ich war einen Tag zu spät unten, weil da kam gerade der Müll. Ja, und die werde ich mir auch so in der Art hier parat machen und ja, dann schön draußen demnächst bald drapieren, weil in dem Video, was dann am nächsten Samstag kommt, seht ihr, dass ich hier noch gesagt habe, weil ich habe keinen Fixierer, ne, für solche Geschichten und ich möchte, dass das für draußen fixiert ist, weil zum Teil die Sachen draußen stehen werden. Und für Vasen möchte ich auch, dass das fixiert ist, weil ich hantiere mit Wasser. So. Und dann kam jetzt dieser Tage, hatte ich mir bei Amazon diese beiden Lacke hier bestellt. Einmal in Seidenmatt und einmal in glänzend. Und ich habe hier... Moment. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, den glänzenden drauf. Ich habe zwar diesen Triple Thick Lack, Moment. Diesen. Aber dafür ist mir die Fläche hier zu groß. Und der, da sind wir direkt schon nächsten. Und der ist ja so, ne? Der ist ja so extrem hochglänzend und geil. Also ich finde diesen Lack wirklich toll. Aber halt für so riesen Flächen,
Ja, da ist die Flasche, ja, die Flasche direkt leer. Ja, und deswegen habe ich was zum Sprühen geholt. Ja, und ja, dann sind wir schon beim nächsten. Das hatte ich ja gebaut und dekoriert für meine Karten-Challenge, um meine 3D-Karten da Nein, funktioniert nicht. Da kriege ich maximal drei Karten rein und das war's dann. Also muss ich mir für meine Karten noch irgendwie was anderes überlegen. Ich habe jetzt hier meine Mintai-Blöcke zum Ausschneiden drin. Die hatte ich euch ja auch schon mal, ne, im Haul gezeigt. Ja, da habe ich ja diverse von. Und Biene hat einen neuen. Ein oder zwei neue, ich weiß es nicht. Die müssten eigentlich jetzt schon im Shop sein und ja, die muss ich leider haben. Ja, also, na, dafür erfüllt das Teil hier wirklich absolut seinen Zweck. Da kommen die Blöcke rein und die Karten. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich über diese große Dose schon, weil, wie gesagt, ich bin total im Upcycling-Fieber. Und ja, ich stelle mir das dann draußen richtig genial vor. Ich habe auch unter anderem ein paar Kalkfarben hier schon ewig und da wird auch mal Zeit, dass ich die benutze. Und ja, da werde ich dann demnächst auch mit werkeln. Ja, was gibt es denn sonst noch? Dann ja, wird demnächst, sobald die Ware von Sensi hier eintrifft, also meine Bestellung, werde ich dann das Video abdrehen. Da sind ein paar, ja, schicke Sachen bei, neue Lampen, ja, neue Düfte und ja, also Sachen. Ich bin ja immer noch begeistert, wie gut diese Duftvideos angenommen werden. Also besser wie meine Werkelvideos. Dann habe ich Fragen im Kopf. Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Weil sich die Leute für meine Werkeldinge nicht interessieren? Ist das zu langweilig? Ja, so Fragen stelle ich mir dann. Ne? Warum ist das so? Ja, dann kommt wirklich jetzt demnächst bald, eigentlich will ich das schon seit 3 Wochen drehen, mein Dankeschön Verlosungsvideo für 1000 Abonnenten. Ich habe ja jetzt schon fast 1100 Abonnenten. Ich wollte ja so bis Ende Januar warten und gucken, ob das stabil ist. Es ist stabil, ganz im Gegenteil, es wird immer mehr. Was mich natürlich freut. Ja, ich habe mir wirklich schöne Dinge überlegt und ja, ich habe vor, das jetzt bald zu drehen. Und ja, auch zeitmäßig und so war das jetzt nicht so prickelnd. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin komplett, ne, zugewachsen. Ja, ist dann so, ich könnte hier rüber ins Nachbarland, ne, nach Luxemburg und könnte da zum Friseur gehen. Aber nein, das mache ich nicht. Und wenn ich nicht mehr aus den Augen gucken kann, weil mir die Haare drüber wachsen, weil sobald es hier wieder losgeht, gehe ich natürlich zu meinem Friseur. Und unterstützt den und bleibt dem treu und marsch nicht. Dann, ich bin hier, wie gesagt, voll im Frühlingsfieber und hab ich oder interessiere mich dieses Jahr für Sachen, wo ich sonst immer gesagt habe, oh nee, brauchst du nicht.
Es ist halt, ne? Man wechselt seinen Geschmack oder ja, egal. Auf jeden Fall war ich dann, habe ich auch tüchtig bei La Blanche eingekauft und mit ihren Schrumpfbanderolen. Das war nie so mein Ding. Warum auch? Ne? So, das nie so meins. Dieses Jahr voll meins. Warum auch immer. Macht ja nichts. Ich habe mir, ich finde, diese Designs zum Beispiel, die gefallen mir auch richtig gut, weil oft hat sie Designs, das ist einfach nicht so mein Stil, so mit Puttenengeln und sowas. Ne? Das ist mir, oder kindlichen Mädchenfiguren und so nostalgisch, das ist nicht so meins. Aber hier, da ist auch Frühling pur. Ja, das ist für Hühnereier. Ich habe auch direkt Hühnereier mitbestellt. Echte Hühnereier. Mal gucken, ne, wie viele ich davon zerdepper. Ja, und keine Ahnung, warum ich dies ja hier so voll auf Ostern und Frühling und überhaupt. Ja, und ich finde diese Motive, ich finde die halt die nicht kitschig. Und ich glaube, das ist aus der Kollektion vom letzten Jahr. Ich weiß nicht. Ja. Dann habe ich das noch. Ja. Und noch hier so ein paar Sprüche, die habe ich aber leider nicht gelesen, weil sonst hätte ich mir das nicht bestellt. Na, hier, ich wollte, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und sonntags auch mal zwei. So was brauche ich nicht auf einem Ei. Aber gut, ich habe es jetzt hier und ich werde es jetzt auch benutzen. Also ich springe hier, ne, von Themen her. Ich springe nach Hü, nach Hort, nach. Hast du nicht gesehen? So, was mich extrem gefreut hat. Ich habe ja vor über 2 Monaten einmal in England bestellt, die ganzen Chipboards, Bluma Design, und ich habe in Irland bestellt. Und da hatte ich vom Iran bestellt und Stanzformen, die ich unbedingt haben wollte, von einer bestimmten Designerin. Und Band, glaube ich, wart. So. Yeah, ich habe schon gedacht, es kommt nie mehr an. Aber, tschakka, es ist gekommen. Ich muss mir mal gerade hier wieder Platz machen. Ich zeige euch noch was. Also es ist nicht so, dass ich hier gar nichts mache, ne? Werkeltechnisch. Aber ich habe halt nicht die Kamera an. Das ist noch nicht fertig. Das war eine Zigarrendose und da habe ich auch mit Decoupage gearbeitet. Und, ne? Crackle Paste. Ich wollte das jetzt mal so ein bisschen in Blau machen und von innen sieht sie noch so aus. Da, ja, da habe ich noch nichts gemacht. Aber ich wollte das halt mal nicht in Braun, sondern halt ein bisschen anders. Und da habe ich schöne Metallteile drin. Ja, hier kommt auch noch, wie gesagt, das ist noch nicht fertig. Da könnte auch noch ein Versiegelungslack drüber. Aber so Dinge mache ich dann, wenn ich halt Zeit zwischendurch habe. Und im Moment ist meine Zeit mal wieder begrenzt. Und deswegen, aber das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erklärt, deswegen kommen halt auch mehr Duftvideos, ne? Weil das einfacher ist. Die muss ich nur hochladen, Ende im Gelände. Ne? Bei Werkelvideos ist das ja immer so ein Sach. Ja. Und hier ist wieder. Hier ist ja so ein typisches Video. Ja. Morgen
Also für mich morgen Sonntag. Und für euch glaube ich auch, wenn ich das noch schaffe, heute hochzuladen. Morgen habe ich mir fest vorgenommen, keinen Handschlag zu tun. Keinen einzigen Handschlag. Weil ich mich auftanken muss. Und das tue ich, indem ich den lieben langen Tag auf dem Sofa liege. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne, so dieses Extrem-Couching. Für mich unfassbar wichtig, dass ich da zwischendurch in mein Leben mit einbaue. Und für mich ist der Extrem-Couching-Tag nur dann erfolgreich, wenn ich abends wirklich den Rücken und den Hintern weh habe vor lauter Rumliegen. Ja, aber das werde ich morgen machen, weil ich brauche jetzt noch mal so ein bisschen Ruhe und mal einen Tag, wo ich wirklich nichts mache, wirklich gar nichts mache, außer ja, mich belohnen, ja, da rumliegen, Filme gucken, vielleicht ein kleines Zwischenschläfchen mache. Ja, halt so Dinge, die man macht an einem extrem Couching-Tag, wenn man eigentlich nichts macht. Macht ihr auch extrem Couching-Tage oder was weiß ich, wenigstens ein paar Stunden? Ich werde wahnsinnig hier, Leute. Ihr wahrscheinlich auch, gell? Das sieht doch mal gar nicht. Ich lasse es jetzt. Ja, also bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch auch zwischendurch so einen extrem Couching-Tag gönnt, wo ihr wirklich nichts macht. Ja. Und ich sage es jetzt auch, wie es ist. Nahtlos vom Bett, gerade im Bad, wenigstens die Zähne putzen, grad Wasser in die Sicht und dann zack, ab auf das Sofa. So läuft das bei mir. Den lieben langen Tag. Wunderbar. Wunderbar. Was soll man da schön reden? Ich denke, viele machen das so und deswegen. Na, ab die Augen grad auf, schön das Kaffee, wie gesagt, gerade im Bad, Zähne putzen, grad Wasser in die Sicht. Käffchen machen, Zigarettchen rauchen und dann Yeah! Und das kann ich wirklich. Ich kann das so extrem genießen. Da kommt bei mir Freude auf. Ja, wenn ich mir dann so einen Tag gönne. Und ja, ich finde, das ist so wichtig. Ja. Wie man sich Freude beschert, das spielt ja gar keine Rolle, ne? Für andere wäre extrem Couching-Tag unendlich schlimm, ne? Für mich ist das, ne? Wunderbar. Egal, wie man anstellt. Hauptsache, man beschafft sich selber Freude. Und gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig. Ja, dass man Freude im Leben hat, ja, und egal auf welche Art und Weise. Und ja, damit der Regenbogen scheint. Ihr wisst, ich liebe Regenbogen. So, ich würde sagen, ich bin ja jetzt mal wieder vom Thema abgekommen. Ja. So, hier ist Adresse und noch alles drauf. So ist es verpackt, also super verpackt und da rappelt auch nichts hin und her. Das hätte ich ja auch eigentlich alles schon mal vorbereiten können. So, wir machen jetzt einfach mal. Also wirklich.
wirklich extrem gut eingepackt. Und wie gesagt, das war 14 Craft Bar. Ich hatte das, glaube ich, in diesem Video auch verlinkt. Die haben die Bestellung einen Tag nach meiner Bestellung direkt schon verschickt. Ne? Also wie gesagt, das lag nicht am Shop. Und ich hatte mich auf längere Lieferzeit eingestellt. Moment, ihr geht ja hier kaputt vor lauter Knisterei. Moment. Geschafft. 14 Craft Bar. Hier. So. Und ja, wie gesagt. Ich hatte wirklich Angst, ja, dass das nicht mehr ankommt. Aber, ja. Jetzt freue ich mich umso mehr und vor allen Dingen, weil ich nicht mehr so genau weiß, was ich damals alles bestellt habe. Wunderschön eingewickelt in Seidenpapier. Okay. Ist das normal? Oh. Ach du je. Ja, da sind noch Schneeflocken und hier Glitter drin. Wah. So, was schreiben sie denn? Dear Nicole, vielen Dank für die Bestellung. Ich hoffe... Ich übersetze jetzt mal gerade. Ich hoffe, dass dir alle Produkte aus unserem Shop gefallen und dir Freude bringen und dich kreativ werden lassen. If you would like to have some inspirations. Also, wenn du ein paar Inspirationen möchtest, kannst du auf unsere Facebook-Seite gehen oder auf den Blog. Okay. Ich hätte, kann sie wissen lassen, wenn hier irgendwie Huddel, irgendwie was mit der Bestellung nicht in Ordnung ist, dann kann ich mich an sie wenden. Das finde ich ja. Please join our Facebook group. Ja. Und dann, auch sehr schön. Dann sind hier noch Goodies drin. Blütenmitten für die Vomeranblumen, weil das war ja das, warum ich da bestellt habe. Oh geil, weil die da ganz, 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 ganz viel von haben. Das sieht so schon fast aus wie ein Klee. Oh mega. Oh, wie lieb. Also, das finde ich ja. Oh, guck mal hier. Die finde ich ja auch. Hier für ein Gänseblümchen. Gelb eingefärbt. Zack, Mitte für die Gänseblümchen. Oh, schön. Also, und hier so dicke Samen. Ne? Samendinger. Oh, ein paar Berries. Oh, ich, also das finde ich ja echt. Guck. Oh, oh. Die sehen ja cool aus. So wie gefrostet. Also toll. Ja, und dann noch so allerhand hier drin. Das packe ich direkt wieder ein und lege dazu meinen Formiran-Sachen, weil ansonsten. Die sind wieder verschwunden. Ja, und ich hatte mir da ja auch eine Heißklebepistole gekauft. Eine kleine. So, und da das Geschirr ja nicht ankam, hatte ich mir dann zwischenzeitlich über Amazon diese kleine hier gekauft.
Und jetzt habe ich diese kleine. Ja, gut, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Jetzt habe ich zwei. Da passen auch die. Oder? Wacht. Doch. Da passen auch. Ja. Das sind auch die 0,7. Ja, wie hier. Aber das ist cool. Jetzt habe ich zwei Stück mit kleiner Spitze. Kann direkt weg. Mit dünner Spitze perfekt. Und habe ja auch noch meine große. Ja, das ist ja im Prinzip. Ach so, oh, wisst ihr, jetzt habe ich hier die Halterung, hier dieses silberne, hätte ich jetzt schon fast mit weggeschmissen. Ich halt. Ja, dann habe ich mir Band da geholt und das war für mich. Ja, lalala, endlich. Das sieht also 10 Stücke von einem Meter und das ist ja perfekt wie dieses Seam Binding, was die Amerikaner und Engländer halt benutzen. Und ich will das unbedingt haben und ich fand das nirgendwo. Und jetzt habe ich das einmal in Grau zum Einfärben. Und einmal in Weiß. Ja. Ich freue mich. Sehr schön. So. Dann. Was war das hier denn noch? Ich glaube, das sind die Stanzen. Ja, und zwar von dieser Designerin, die hat auch ihren eigenen YouTube-Channel und ich liebe ihren Style. Die ist so, oh, so schön, schäbig chic in pastelligen Tönen, sehr floral, weil die macht auch Pomeranblumen selber. Und zwar, ihr kennt sie bestimmt. Lady E Design, Emilia, Sa, lalala. Emilia Sirarazza. Ja. Das ist ihr YouTube-Channel. Unbedingt. Die macht so unfassbar schöne Sachen. Ja, und da habe ich mir. Die macht auch Pomeran-Tutorials, ne? Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal Flower 5 bestellt. Dann, damit kann man diese Blümchen hier machen. Und ich habe mir Flower 8 bestellt. Damit kann man die hier machen. Ja, da freue ich mich sehr. So, und der Rest ist Formiran. Moment. So. Das ist natürlich noch sehr weihnachtlich, auch hier dieses wunderschöne Papier. Und ich hatte mir 20 Platten Formiran in Weiß bestellt. Und ich habe ja jetzt das von Crafters Companion, was ich bei Amazon gefunden habe. Ja.
Hier. Das sind A4 Bögen von Crafters Companion und die anderen sind halt größer. Ich weiß die Größe jetzt nicht mehr, aber das ist 0,6 mm und das ist, ach ja, das kenne ich. So war auch das allererste vom Iran, womit ich gearbeitet habe. Und ja, ich freue mich mega darauf. Mega, mega, mega. Aber das hier habe ich ja auch schon gesagt, sehr zu empfehlen. Auch super Qualität. Ja. Oh. 20 Bögen vom Iran. Da kann ich Blumen machen bis zum Abwinken. So. Achtung, wird laut. Also da freue ich mich sehr. Vor allen Dingen auch hier auf dieses Seam Binding. Ihr kennt das alle. Oder habt das... Nee, ihr kennt das alle. Langsam. Ich bin heute echt so eine... Das wird viel in Art Journals, auf Karten, egal. Auf, ja, wird halt viel benutzt und ich finde das in Deutschland nicht. Wenn ich Seam Binding eingebe, ja, dann kriege ich Amerika angezeigt, eine bestimmte Marke und ja. Ich finde es schwierig. Vielleicht könnt ihr mir da ja aus der Patsche helfen und ja. So. Upcycling, Sensi habe ich erzählt. Die Sachen habe ich gezeigt. Ja, und ansonsten ist noch nicht wirklich hier, sind hier Dinge passiert. Wie gesagt, am Mittwoch will ich die Verlosung drehen, also das Infovideo dazu. Und jo. Ich bin so voll auf Frühling. Ich bin so auf Frühling. Ja. Ich würde mal gern wissen, wie es euch geht. Ob es euch gut geht und ja, warum das so ist, dass meine Werkel-Videos nicht so wirklich Klicks haben. Hm? Viele machen da ja Geheimnisse drum, ne? Oder denken das nur für sich, aber warum? Ich spreche das jetzt ganz offen an. Warum werden die Duftvideos so viel geklickt? Und die Werkel-Videos nicht. Also ich weiß, ich habe hier zwei Lager. Ne? Das ist vollkommen okay. Die einen, die sich nur für Düfte interessieren und die anderen, die sich nur für Werkel interessieren. Aber warum werden die Werkel-Videos so wenig geklickt? Habt ihr da keinen Bock mehr drauf? Also ich spreche jetzt meine Werkel-Mädels an. Habt ihr keine Lust mehr drauf? Findet ihr die Projekte total blöd? Oder gibt es zu viele Werkelkanäle und man hat total den Überblick und Durchblick verloren? Was ist es? Weil mich würde das echt mal interessieren. Also ich, ne, ihr könnt mir auch gerne sagen, ey Nicole, deine Werkelprojekte, ey, die haben, was weiß ich, stark nachgelassen. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Also das könnt ihr mir echt sagen. Das ist nicht das Thema. Aber ich würde halt gerne wissen, wieso? Was ist da los? Ja. Ansonsten gibt es nichts. Nö. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich habe so viel geschwätzt. Ich habe meinen Kaffee hier noch nicht getrunken. Jetzt haben wir über 35 Minuten schon. Jetzt muss ich direkt noch einen Schluck holen.
Ach so, eins wollte ich noch erwähnen. Ich habe so viele Kommentare in letzter Zeit bekommen, wo sich bedankt wird für, oder wo mir gesagt wird, dass ich sehr sympathisch auf die Menschen wirke und so meine Art gefällt und vielen, vielen, vielen Dank dafür und das freut mich sehr und ich bin teilweise wirklich sehr, sehr, sehr gerührt, wenn ich so eure Kommentare lese und ja, und freue mich auch und denke auch, ja, da kannst du ja auch nicht so falsch sein. Ja, also, ja, ganz, also ganz, ganz viele Kommentare. Ja. So. Ich überlege lieber nochmal, weil, ne, das ist ja eigentlich auch gang und gäbe. Ich will hier Schluss machen. Und dann kurz vor Toresschluss fallen mir hier noch Sachen ein. Ich bin froh, wenn mein Pony hier wieder weg ist, weil ich hab den ja nicht für nix so kurz, ne? So. Weil ich das nicht ertrage, wenn ich Haare auf der Stirn habe. Das geht mir so auf die Nerven. Und also, ich möchte wissen, wie ihr euch Erholung verschafft und euch was Gutes tut, ob ihr dafür auch so einen extrem Couching-Tag einlegt oder ob ihr vielleicht spazieren geht und euch darüber die Erholung holt und dieses Auftanken oder euch was Tolles kocht. Ne? Das würde ich gerne wissen. Und dann würde ich, wie gesagt, gerne wissen, warum die Werkel-Videos so wenig geklickt werden. Ob da halt Sachen nicht mehr interessant sind, euch nicht mehr gefallen. Ne? Ich meine, das muss ja irgendeinen Grund haben. Und ansonsten, ich glaube, ich habe es jetzt. Hat mir richtig Spaß gemacht, nochmal hier so ein Infos für euch abzudrehen. Ja, und ich werde jetzt hier mal die Sachen verräumen. Ich weiß nicht, ob ich euch bei den Eiern mithole, mit den Schrumpfbanderolen. Kann höchstens sein, dass ich euch mal Bilder einblende, wie ich hier so rumdekoriert habe. Ich habe dann auch noch auf. Ich bin immer noch nicht fertig, ne? Ich habe dann auch noch auf meinem Zettel stehen, weil sich das auch gewünscht wurde, dass ich halt mal zeige, wie ich meine ganzen Lampen da arrangiert habe. Das wird aber noch was dauern, ne? Weil, es kütt, aber es wird dauern. So. Ihr lieben Werkelmädels, ihr lieben Duftnasen, alle. Wir hören uns. Gell? Macht es gut. Ja, und passt auf euch auf. Bis demnächst. Ciao.